Wir sind allein. Ach nee, ich bin allein. Allein, allein. Allein, allein. We look into faces and make for a sign. Ich bin allein. Allein, allein. Allein, allein. Huch, ach du Scheiße. Da ist er ja. Er schwebt noch. Also entweder bist du 2 Meter groß oder du schwebst. Ich bin 2 Meter groß. Los, start oder was? Warte, warte, warte. Beweg dich mal. Nein, du sollst laufen. Ah, jetzt. Stört dich das oder was? Ja, mich stört, dass du so groß bist. Ja. Was? Mich stört es, wenn du so groß bist. Stört, dass ich... Du meinst, wenn er so groß ist. Meine Aufnahme ist schon an. Ja, meine auch. Los, ich zähl runter und du beginnst. Aber warum zählst du denn runter, wenn deine Aufnahme läuft? Ist doch scheißegal. 3, 2, 1, los geht's. Fang an. Ist das ein Profil? Ist das eine Neurose von dir? Ja, fang an. Wirklich? Ja, fang an. Schreib mal unter deine Kommentare, dass er krank ist. Du sollst anfangen! Da hab ich doch schon. Ich hab gesagt, hey, yo, hey, yo. Ach, Idiot. Hey, Internet und YouTube, herzlich willkommen. Der rastet aus, wenn er nicht runterstehen kann und wenn keine Begrüßung Okay. Willkommen zurück in einer neuen Folge Phasmophobia und mal gucken, wen haben wir denn heute? So, der Name des Geistes ist Günni von Tack. Ganz klar. Ja, ist klar. Fotografieren Sie sich jetzt was für Waschbecken und machen Sie ein Foto von einem Geist. Naja, dann versuch doch mal nicht wieder drauf zu gehen. Halt die Fresse, Alter, wirklich. Es ist halt einfach nur keinen Bock gehabt und dachte, ich geh mal schlafen auf dem Klo, weißt du? Deswegen hat sie mich auch durch den Boden durchgeboxt. Lass mal ganz kurz gucken. In der letzten Folge war es ja eine Mare. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz gucken. Was habe ich alles übersehen? Das hat mich jetzt echt interessiert. Ach ja, genau. Ich habe übersehen Geisterorbs und Gefriertemperaturen. Ja, Gefriertemperaturen waren am Arsch. Ja, Gefriertemperaturen hatten wir nicht. Warte kurz. Also die Orbs wären halt das Einzige gewesen, klar, aber... Was wartest du denn jetzt? Wie gutes Wetter oder was? Nein, ich gucke gerade, aber der Geist spricht wieder nur alleine. So, ich hab Buch und Thermometer, ne? Nice. Ich hab EMF und Kamera. Damit ich deine Leiche fotografieren kann, genau. Fresse. Arschloch. Beweg deinen Arsch hier rein. Als ob ich das nicht mitgekriegt hab, weißt du? Robin Williams. Nee, wie heißt er? William Robinson? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, hab ich voll vergessen. Robin Williams, wo bist du? Bist du hier? Oh! Wasser? Wir haben Wasser? Ah. Hier, Wasser. Hier, 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 hier. Mach ich Foto. So, warte mal, ich guck mal nach Temperaturen. Irgendwo hier unten. Oh, 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 oh. Kann jemand... Ja? Hier war gerade 11 Grad. Ah, bei den Waschmaschinen ist er stecken geblieben. Hoffentlich nicht. Wurde er gestepmarmt und gestepsist? Wobei, das kann aber auch sein, dass der halt eine Etage über uns ist oder unter uns. Weiß man nicht. Wer hat denn die Tür gerade auf jeden Fall? Gib uns ein Zeichen. Psst, warte mal kurz. Gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Run, afraid. Was muss man sagen, um ihn zu triggern? Wo bist du? Okay, Garage ist nix. Zumindest temperaturmäßig. Versuch mal wirklich bitte nicht in den ersten 10 Minuten zu sterben, das wäre echt geil. Deine Fresse, du solltest sie halten. Ich vermute schon, dass er hier sich in der Küche rumtreibt. Gib uns ein Zeichen. Hast du gekocht? Bist du dabei gestorben? Ganz kurz, hast du in dem Dings da das Licht gerade angemacht? Wo? Hier in diesem Kabuff? Nee. Was haben wir? Aha, es war ja Aktivität. Aha. Oh, ja, drin. Guck mal, hier haben wir unter 10 Grad, hier ist unter 10, der ist hier. Okay, dann rede mit ihm. Geh rein! Bist du bescheuert? Ich will alleine reden. Ich hab die Box nicht. Egal.
Rede. Nee, ich hab das Buch hingelegt. Was sollst du mit dem reden? Ich werd'n Scheiß tun! Wie er wieder abhaut, weißt du? Die Muschi. Ja, abhaut, ja, gut. Ich muss Equipment holen, du Idiot. Nee, ich auch. Du kannst ja mal die Box nehmen. Die hast du noch nie genommen. Ich nehme die UV-Lampe. Natürlich habe ich die schon mal genommen. Und die Orb-Kamera nehme ich auch mit. Räucherstäbchen. Ja, schon wieder. Der will sich dringend die Hände waschen. Ja, ich sehe gerade, was auf deinem Kopf passiert. Weil du wieder im Truck stehst. Könntest du den Arsch reinbewegen jetzt? Irgendeiner muss ja hier nach Ops gucken, wenn du... Guck mal ins Buch. Fingerabdrücke sind confirmed. Ja, du komm rein. Muss man die UV-Lampe halten, ich muss ein Bild machen. On my way. Hast du die Kamera bei? Ich dachte, du hast sie bei. Waren die doch nicht. Sondern? Dann die Fotokamera. Weil die haben doch Fingerabdrücke, einer muss die fotografieren. Ich fotografiere die Hand. Okay, ich stelle nur ganz kurz die Kamera hin und dann geht's direkt los. Ja, ich habe auch eine aufgestellt. Ich habe auch schon eine aufgestellt. Die steht auf dem Tresen. Ach so. Nimm mal dann die Lampe da unten und dann leuchte mal die Tür an. Sprachbox und rede mit dir. Geh rein, muss mit dir reden. Hab ich die bei? Ja, die solltest du ja mitnehmen. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Ja, muss ich aber mal Licht ausmachen, warte. Bist du hier? Sie hat away gesagt. Oh, da ist Sprachbox schon mal, ja. Das ist richtig. Also wir haben Fingerabdrücke und Sprachbox. Das ist confirmed. Also Spirit, Gespenst oder Poltergeist. Okay, hast du Dings fotografiert? Nee, ne? Nee, du hast die Taschenlampe noch nicht aufgehoben. Bin auf dem Weg. Die liegt hier unten auf dem Boden. Guck mal nach EMF, ist Stufe 4. Geht so? Warte, ich muss mal Licht ausmachen. Warte. Hast du? Nice. Und jetzt musst du dich eigentlich nur noch töten und ich muss fotografieren dabei. Geil. Räucherstäbchen. Ja, such doch wieder einen Grund, um in den Truck zu laufen. Dazu brauche ich keinen Grund. Wie heißt der Vogel? Guck mal. Wie ein berühmter Schnaps mit Vornamen und wie ein verstorbener Schauspieler mit Nachnamen. Alter, ich bin dumm, erzähl mir, wie er heißt. William Robinson. Der heißt doch wohl nicht kleiner Feigling. Ich würde gerne mal wissen, welcher verstorbene Schauspieler Feigling mit Nachname hieß, du Vogel. Nee, aber Schnaps? Ah, nee, Feigling ist ja kein Schnaps. William Robinson. Jetzt mal her.
Wie war das nochmal mit dem Anzünden mit F, ne? Ja, während du das Feuerzeug auch in der Tasche hast. Daran habe ich natürlich gedacht. Oh, da wollen wir mal schauen hier, ne? Hat er ins Buch geschrieben? Nee, ne? Er ist im Bad. William Robinson. Ist er so? Hab ich wieder vergessen. Schnaps, der heißt Williams? Na, die Williams-Birne. Was macht denn der Tempometer? Du hast Atem. Das ist der Dings. Der Weihrauch. Oh. Upsi. Der Weihrauch. Bist du damit confirmed, dass ich mal gucke, ob ich die Aufgabe gelöst habe? Nein. Ich geh gucken. Ich geh auch gucken. Er hat's Licht ausgemacht, ne? Alter, ich kack mir ins Hemd. Warum kackst du denn jetzt schon wieder ins Hemd im Truck, oder was? Weil ich nur noch knapp, nur noch 60% Sanity hab. Okay, die Aufgabe mit dem Räucherstäbchen haben wir geschafft. Dann komm her, schnapp den Crucifix. Du hast übrigens die Kamera nicht angemacht, die auf dem Tresen steht. Warte. Okay, ist an. Moment. Okay, keine Ops zu sehen. Komm zurück. Wo ist denn eigentlich der Dings? Alter, wie hast du denn die andere Kamera eingestellt? Bist du dämlich? Ich hab's hingestellt, weil du gesagt hast, ich soll mit ihm reden. Also hab ich da nicht weiter drauf geachtet. So. Also wenn ich das richtig sehe, haben wir Fingerabdrücke und Geisterbox, ne? Spirit, Gespenst, Poltergeist. Warte mal. Also nix, was uns umbringt. Ist der, oder ist der im Bad? Poltergeist bräuchten wir noch Orbs. Gespenst bräuchten wir Gefriertemperaturen. Und beim Spirit bräuchten wir das Geisterbuch. Schreib in das Buch. Wo ist denn das Buch? Ich hol mal nochmal Thermometer, weil. Aber Atem haben wir ja nicht, das können wir eigentlich ausschließen. Aber manchmal kommt das auch erst später in der Hunting-Phase und so, dass es zuerst gekalt wird und alles. Wollen wir mal. Hoch? Wollen wir mal oben gucken vielleicht? Wollen wir mal ein neues Salz hinlegen? Das ist eine gute Idee, dann kann ich noch das Thermometer nicht vielleicht nehmen, oder? Nee, der ist unten. Die Schritte sind ja auch unten und der macht ja unten die Türen immer so knack, knapp, knapp. Aber ich nehme Salz und kannst du nur so einen Stick mitnehmen? So einen Boomstick hier oben? So einen hier. Ja. Moment, ich hab. Gesagt, ich muss nochmal. Ich hab den. Warte, ich hab den Bewegungssensor hier in der Hand. Ich geh mal schon mal Salz streuen. Okay, ich komme. Soll ich den Boomstick dann daneben legen oder was? Ja, irgendwie hier so vielleicht mal hin, damit wir gucken können, ob die hier einmal durch den Raum geht, die alle. So? Ja. Also nur für den Fall, dass sie wirklich oben ist, was ich mir nicht vorstellen kann, weil hier unten ist eigentlich Activity. Und hier unten ist ja auch der EMF ausgeschlagen. Pass auf, ich strotze jetzt nochmal mit Unwissen. Ich strotze jetzt noch mit Unwissen. Robinson? Mir wurde ja. Du meinst so wie Williamson Schnaps ist? Williams Birne heißt das Ding. Aber frag. Das ist doch kein Schnaps, oder? Ist das ein Schnaps?
Na, was ist denn das? Das ist Alkohol. Ja, aber Alkohol ist doch nicht gleich Schnaps. Bier ist Schnaps. Was? Ist hier überhaupt ein oben? Ja. Ich meine, wir können ja mal nach oben gucken, aber... Warte mal, ich brauche noch... Irgendwas brauche ich noch. Ich habe nur zwei Adams. Was nehme ich denn mit? Ja, weiß nicht. Wir könnten... Bewegungsmelder. Ich nehme mal die Sprachbox und frage mal, wo er ist. Die Sprachbox hatten wir doch schon, oder? Ja. Ja, dann wird sie antworten. Ja, aber nur, wenn du alleine bist. Ich höre den EMF-Reader. Bist du hier? Wo bist du? Close. Close. Ich hab da was gefunden. Oh, 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 3,3 Grad. Oh! Tagesaufgabe. Bist du dumm? Yes. Warte mal. 1. 6. Die 16. Nee. Ich hab ja gefragt, ob er dumm ist. Er hat einen IQ von 16. Okay, warte mal. Jetzt, wenn ich... Warte mal. Ich muss jetzt einfach eine Frage stellen, ne? Wo bist du? Frag mal. Utility. Was heißt Utility nochmal? Werkstatt, ne? Aber Utility... Ich würde schon sagen, das ist das Utility? Hier stehen Kisten. Na, was heißt denn Utility? Oh, warte mal, hier sind gerade 3 Grad gewesen. Na, Utility ist sowas wie ein... Ja, irgend so ein, so ja, die ist hier. 3,5, 3,8. Hast du eine Unterhose an? Bist du nackt? Denk dran, immer 10% Sanity. Wirst du Günni töten? Du hast jetzt gerade 30% Sanity verbraten. Hast du mal... Nee, nur wenn er antwortet. Hast du mich abonniert und die Glocke aktiviert? Na, das wollen wir doch mal rausfinden. Wo bist du? Deines Alter. Scheiße. Deine Sanity ist bei 47, meine ist bei 0. Oh fuck. Oh fuck. Okay, die macht gerade richtig Party. Alter, was? Yes! Gerechtigkeit! Also ich weiß, dass du mich hören kannst und du kannst davon ausgehen, ich werde da nicht reingehen. Nicht mal mit Sanity-Pillen. Ich glaube, Ziel 4 werden wir heute nicht mehr schaffen. Dann wollen wir doch mal schauen, welchen Geist wir da haben. Fingerabdrücke... Spirit, Gespenst und Poltergeist.
ist darum ausräuchert. Okay, sie hat aber nicht ins Buch geschrieben. Spendrücken die Bude durch Fußabdrücke gefunden, ne? Fingerabdrücke, Friertemperaturen und Geisterbox. Okay, wahrscheinlich war es ein Gespenst. Okay, guck nochmal, Geisterorb hatten wir keine. Oder? Warum hatten die wieder Licht angemacht, die blöde Kuh? Mach mal Licht wieder aus. Ey, mach mal Licht wieder aus. Ich hab da ganz kurz einen Orb gesehen, oder? Ah, jetzt. Danke. Komm, zeig dich nochmal. Wartet ein Orb? Wartet ein Orb? Komm, sag mir, wartet ein Orb. Falls du hinter mir stehen solltest, guck mal mit auf die Kamera. Ich glaube, ich habe nämlich einen Orb gesehen. Ach stimmt, du erkennst ja auf der Kamera nichts. Aber sie... Oh. Hä? Machst du gerade da Party drin oder was ist da los? Und? Okay, Licht ist wieder aus. Ich bin mir unsicher. Was könnte es sein? Okay, Spirit kann es wahrscheinlich nicht sein, sondern Geisterbox. Also pass auf, ich schwanke zwischen Gespenst und Poltergeist. Weil beim Gespenst nämlich haben wir, okay, es waren keine Gefriertemperaturen. Und beim Poltergeist fehlt die Orb. Alles klar, hast du das gerade gesehen? Da hat sich was bewegt. Es ist ein Poltergeist. Hast du es gehört? Es muss ein Poltergeist sein. Die hat gerade eine Tasse bewegt. Das muss hundertprozentig ein Poltergeist sein. Ich lock mal einen Poltergeist ein, ne? Ach Mensch. Poltergeist. Jubei, höre mich an. Ich hoffe, du hast Poltergeist eingeloggt. Bist du wieder im Van? Sag, du bist wieder im Van. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du in meiner Nähe bist. Deswegen, ich fahre jetzt. Und, Poltergeist. Also, ich wiederhole nochmal. Poltergeist, Poltergeist, Poltergeist. Wenn du das jetzt nicht hast, bist du selber schuld. Ciao, Hadalan. Blöde Kuh. Ha! Feige Kartoffel. Es war ein Poltergeist. Es war ein Poltergeist, der Schuh hat sich bewegt. Da hat sich kein Schuh bewegt, das war... Jawohl. Poltergeist hat mich schon lange gefunden. Aber ich wollte... Ja, aber geh bloß nicht rein, gucken. Hä, denkst du, ich bin bescheuert? Ich hatte 0% Sanity. Ja und, da waren doch noch Pillen, Mann. Ja, können sie ja sein. Ja, du weißt schon, wenn du sie nimmst, hast du nicht mehr 0% Sanity. Du kannst ja reingehen, jetzt reingehen. Das ist richtig, ja. Wo so eine feige Sau. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich feige Sau gesagt habe. Keine Ahnung. Wo hat sie dich denn gekriegt? Also, ich war oben im Schlafzimmer und hab gesagt, ich höre dich lachen, du dummes Arschloch, halt's Maul. Und dann hat sie mich halt gekriegt, weil sie das gehört hat. Das heißt, du hast mich getötet. die hätte mich da oben nämlich nicht gekriegt. Die kam dann plötzlich durch die Tür, weil ich gesagt habe, du sollst einfach die Schnauze halten. Ich höre dich unten lachen. Dreckiger. Ey, ohne Spaß, ich hab gesagt, scheiße, meine Sanity ist bei 0.
gucke auf deine und sehe plötzlich so im Augenwinkel, wie die Aktivität hochgeht. Und bin dann einfach nur noch zum Computer gerannt und habe auf deine Helmkamera geguckt. Naja, du Maul, hast du dich. Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir geht. So, damit voll, ja. Ja. Oh, du hast mich getötet, eiskalt. Du hast mich getötet. Du hast mich getötet, weil ich gesagt habe, du sollst ruhig sein. Ja. Tschüss, Internet. Tschüss. Und es war gerechtfertigt, Ha! Ach, halt dein Maul, nächstes Mal brichst du dir einfach die Beine unter das Knick. So, wollen wir mal sehen. So. Ciao.